Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen, zu einer neuen Lesung von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich hier wieder eingefunden, um die nächste Lesung von Herrscher des Bösen zu machen. Wenn ich mich nicht irre, müsste das die 12. Lesung inzwischen sein in diesem Buch, wo wir gerade mal jetzt in Kapitel 6 mit anfangen. Das ist also auch nicht ebenso mal ein paar Lesungen und das Buch ist durch. Nein, 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 das wird eine ganze Weile dauern. Und ich werde heute, wie auch die anderen Male, wieder begleitet von meinen beiden Brüdern, nämlich Stefan, der das Buch initiell übersetzt hat, und Viktor, der es dann noch verbessert hat und immer noch an der Übersetzung am Arbeiten ist. Und deswegen möchte ich die beiden jetzt auch eben in der Reihenfolge mal kurz begrüßen. Herzlich willkommen, Stefan, zur Lesung heute Abend und ich hoffe, es geht dir gut. Hallo Jörg, ja, vielen Dank, mir geht's soweit gut. Ich freue mich auf das Kapitel 6, was wir jetzt zum Begriff sind, zu starten. Den Begriff christlicher Werte und geht viel um die Kreuzritter und sehr interessant. Und tja, da ist er vielleicht gerade weggefallen. Da hat er uns vorgewarnt, dass er eine schlechte Internetverbindung hat übers Telefon. Und das war ich jetzt gerade weg. Ja, warst du gerade weg, ja? Bist wieder da. Okay, sprich dann jetzt weiter. Bin ich wieder da. Ich weiß jetzt nicht, wo ich abgehackt worden bin. Ich habe eigentlich nur gesagt, dass ich mich auf die Lesung freue und das Kapitel 6 geht halt um die Tempelritter, ein sehr interessantes Thema, und die Kreuzritter und ja, freue mich drauf und gebe das Wort weiter an Viktor. Ja, hallo und vielen Dank. Bin auch sehr erfreut, mit euch wieder verbunden zu sein, denn natürlich ist es ja auch so, als ja, doch bibeltreuer Christ versucht man ja immer den schmalen Pfad zu folgen, und der ist ja deswegen ja auch, sagt man ja auch, schmal, wahrscheinlich deswegen, weil man nicht so viel, ja, wenn man nach links und rechts zur Seite guckt, da wird man nicht so viele Leidensgenossen, sage ich mal, ja, entdecken, sondern ja, deswegen ist das auch immer, denke ich, besonders auch hier wieder mit euch heute zusammen zu sein. Und ja, wir lesen in dem Buch Herrscher des Bösen, um uns ein wenig, ja, unsere Geschichtskenntnisse zu vertiefen, um auch dadurch ein wenig mehr oder besser, ein besseres Bibelverständnis zu erlangen. Denn ja, es ist natürlich auf der einen Seite auch wichtig, dass wir uns immer das, was wir erleben, oder das, was wir auch an Informationen, an Geschichtsquellen, ja, uns zu Gemüte führen, dann auch an der Bibel messen. Und ja, damit lasst uns die Lesung beginnen. Ja, bevor wir mit der Lesung des Buches selbst beginnen, möchte ich anfangen, da wir ja heute, wie Stefan bereits gesagt hatte, hauptsächlich über die Tempelritter lernen, werden wir auch lernen, dass der Orden der Jesuiten nichts weiter ist als die wiederbelebten Tempelritter. Und deswegen möchte ich ein kleines Gedicht, mehr oder weniger, na, nicht ganz Gedicht, aber etwas über die Jesuiten vorlesen. Das ist nämlich ein Flugblatt aus dem 17. Jahrhundert über die Jesuiten. Und das bringt uns dann gleich in die richtige Stimmung, über was es heute gehen wird. Also, Motto der Jesuiten aus dem 17. Jahrhundert. Eines Krieges Tochter bin ich, unter Waffengetös geboren. Drum hab ich mit dem Eines Kriegers Tochter bin ich, unter Waffengetös geboren, drum hab ich dem Mitleid ewigen Hass geschworen. Soldaten grimm sog ich ein von der Mutter Brust, drum ist Mord und Blutvergießen meiner Augen Lust. Das Feldlager war der Zuchtmeister meiner Jugend. Was weiß ich also vom Recht und sonstiger Tugend? Rauben und Plündern ist eines Kriegsmannes Zeitvertreib. Wer sich sträubt, dem sticht man den Dolch in den Leib. Keinen anderen Gott kenne ich als meinen eigenen Willen. Mit Feuer und Schwert tue ich meinen Ehrgeiz stillen. Wagst du Tor und stell dich mir zuwider, und wärst du ein König, ich mach dich nieder. Und hilft nicht Gewalt, so hilft doch List, und ich stell mich, als wäre ich der beste Christ. In der Heuchelei, da bin ich Meister, ich betrüg selbst den Teufel, und meine allerärgste Lüg ist die, dass ich mich nenne Gesellschaft Jesu, Jesu Streiter, denn von Jesus
habe ich bloß den Namen, sonst nichts weiter. Der Inbegriff christlicher Werte. Seit ihrer Gründung im Jahre 1118 in Frankreich sind die Tempelritter von einer kleinen provisorischen Truppe, deren Aufgabe es war, muslimische Terroristen davon abzuhalten, Pilger im Heiligen Land aufzureiben, zu einer gewaltigen Mammutorganisation herangewachsen, die die internationale Politik und Finanzwelt kontrollierte. Die Gründer Jude Payen und Godefroy de Saint-Omer scharten eine Gruppe von exkommunizierten Kreuzrittern um sich und sicherten ihre Absolution durch einen Bischof ab. Eine kleine Bemerkung von mir an dieser Stelle, die ich mir nicht verkneifen kann. Wir werden ja später auch noch lernen, welch wichtige Rolle Saint-Omer annimmt. Das ist in Nord-Pas-de-Calais, also im Norden von Frankreich, damals noch Flandern. Eine sehr, sehr wichtige Jesuitenschule. Und es ist von daher wohl kein Zufall, dass der Gründer oder einer der Gründer der Tempelritter Godefroy de Saint-Omer heißt, nicht wahr? Nachdem sie die wiederhergestellten Ritter unter die Eide der Armut, Keuschheit, Geheimhaltung und Gehorsam gestellt hatten, verpflichtete sich die Organisation zum Wiederaufbau von König Salomons Tempel. Angesichts der Tatsache, dass auf den Ruinen des Tempels eine Moschee errichtet wurde, nannten sie ihre Organisation Arme Ritter Christi und des Tempels von Salomon. Bernard, Abt von Clairvaux, und über diese Person, den Abt von Clairvaux, lernen wir mehr in Henry Charles Lears Geschichte der Inquisition im Mittelalter und auch in Limbaugh's History of the Inquisition. Mit anderen Worten, auf meinem Zweitkanal, Jog das War und Desinfo, lese ich das englische Limbaugh's Buch History of the Inquisition, und auf meinem Hauptkanal, Joggler 66, lese ich Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, und da lernen wir eine ganze Menge mehr über den Abt von Clairvaux, der hier nur kurz angeführt wird. Es ist sehr interessant, auch die Lesungen zu folgen. Man muss ja ab und zu mal Werbung in eigener Sache machen. Also Bernhard, Abt von Clairvaux, der führende Propagandist dieser Tage, pries die Templer als Inbegriff und Apotheose christlicher Werte. Gefördert durch solch ein beispielloses gutes Image, zogen die armen Ritter die besten und klügsten jungen Männer aus ganz Europa an, die darauf brannten, Kreuzritter zu werden, die darauf brannten, das Zölibat zu schwören, ihre Familien zu verlassen und Christi Grab gegen terroristische Muslime zu verteidigen. Na, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass sich so etwas heute wiederholt im 21. Jahrhundert, nicht wahr? Außerdem muss man hierbei bedenken, dass die Männer, die sich für die Kreuzzüge meldeten, eine Generalabsolution erhielten und dass sie oftmals aus dem Gefängnis entlassen wurden, eben weil sie die Kreuzzüge führten. Man sieht also, welches Gesindel sich dafür meldete, und eben dieses Gesindel bekam bei erfolgreicher Rückkehr oftmals Land und Güter und Adelstitel geschenkt und verliehen durch den Papst. Und solche Menschen werden heute als, zwischen Anführungszeichen, VIP und Royals überall auf der Welt angehimmelt. Welch ein Schachzug der Kirche. Und jetzt sollten wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir wirklich diese VIPs, diese sehr interessanten oder wie auch immer Personen tatsächlich noch so anhimmeln sollten. Ich meine, ich nicht und die Leute, die hier sitzen, da bin ich auch sicher, tun das auch nicht. Aber vielleicht einige von denen, die diese Videos anschauen, und man sollte dann vielleicht auch als ein christlicher Mann seiner Frau mal sagen, dass sie dieses Roggelblatt, wie man das so schön nennt im Flämischen, wie heißt denn das im Deutschen, diese Gerüchtezeitschriften da, ja, mit denen ja nur Käseblatt? Ja, genau, sowas, weißt du, diese Friseurzeitschriften, ne? Wo immer dieser ganze Kram drinsteht, dass sie das mal wegschmeißen sollten und dass sie diese ganzen Königshäuser und sowas nicht anhimmeln sollten, sondern sie mal überlegen sollen, wo die herkommen. Das, was ich hier als Kommentar geschrieben habe, ist ja hauptsächlich eben auch auf Kenntnis basiert von dem Buch von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Die haben damals wirklich die Gefängnisse aufgemacht, haben die Leute rausgelassen, haben denen eine Generalabsolution erteilt, also mit anderen Worten, der kirchliche Stand hat ihnen all ihre Sünden erlassen dafür, dass sie in den Kreuzzug gingen. Und wenn sie davon erfolgreich zurückgekommen sind, dann wurden sie noch
belohnt mit Geld, mit Land, mit Gütereien und mit Adelstiteln. Ja, das ist die Welt des Antichristen. Ne? Ja, da fällt mir auch gerade ein, also meine Oma liest jetzt zum Beispiel, oder die hat ja besorgt sich auch immer diese, wie setze ich das, ich weiß jetzt auch gar nicht den Namen, das spielt ja auch keine Rolle, aber das ist auch so mit Tratsch und Klatsch, aber da geht es angeblich immer vordergründig nur um Kreuzworträtsel, ne? Also um gnostisches Wissen gepaart dann mit diesen, ja, mit den Bildern der, ja, du sagtest es gerade, mit dem Gesindel, ne? Ja. Der sogenannten Royals, ne, der Königlichen und der Adligen und der Reichen und der Schönen und ja, dieser ganze Sache. Wie heißen denn diese Blätter? Also im Flämischen, Michael. Das goldene Blatt, oder? Bitte? Ja, das ist einer der Namen davon. Im Flämischen sagen wir Roddelbladeren, Roddeltätschriften, sowas. Aber wie heißt denn das im Deutschen? Klatschblätter. Danke. Ja, genau, Klatschblätter. Mensch, manchmal komme ich auf die einfachsten Namen nicht. Ja, Klatschblätter, genau. Ja, die Dinger sollte man vielleicht wirklich mal weglegen, wenn man weiß, über was die im Grunde wirklich berichten. Das schreiben sie da natürlich nicht drin. Aber will mir da jetzt auch nicht dran hochziehen, aber wie gesagt, war mal wichtig, das eben zu erwähnen. Danke, Klatschblätter. Die Mission fährt der Autor fort und sagt, scheiterte aber innerhalb von 9 Jahren. Bernhards Propaganda stellte jedoch sicher, dass die Templer als Helden und Eroberer bei ihrer Rückkehr nach Frankreich empfangen wurden. Sie bauten ihre dauerhafte Loge bei Troyes unter der Schirmherrschaft des Hofes von Champagne auf. Für beinahe ein Jahrhundert war Troyes die führende Schule Europas für Studien der Kabbala. Dies erklärt vielleicht auch, warum die Stadt in Form eines Champagnerkorkens angelegt ist. Da habe ich damals in der englischen Lesung schon gesagt, nee, das erklärt es nicht. Warum? Champagner wurde 1693 erst erfunden. Es hat also nichts damit zu tun. Schaumwein gibt es seit 1531, hat da auch nichts mit zu tun. Aber wenn man sich das genau anguckt, mich würde es eher an eine Phallusfigur erinnern, anstatt an einen Champagnerkorken. Und wir wissen ja, wie phallusorientiert die römisch-katholische Kirche mit ihren Obelisken überall auf der Welt ist. Und wo haben diese Tempelritter viel Land bekommen? Ja, ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage, ich verkaufe sogar Weine von denen aus der Gegend von Banyuls, das ist in Perpignan, ganz im Süden von Frankreich, kurz vor der spanischen Grenze. Gibt es wunderbare alte Weingüter oder Weingärten, die zurückgehen selbst noch auf knapp das 11., 12. und 13. Jahrhundert, wo immer noch Weine angebaut werden und da wird ein süßer Wein produziert, der heißt Banyuls, das ist ein Dessertwein, sowas wie ein Porto und den verkaufe ich und die Firma, die unter der er vertrieben wird, heißt Cellier de Templier. Also, Keller der Tempelritter. Ich kann es ja auch nicht ändern. Du musst irgendwie mein Geld verdienen. Ne? Gut, lesen wir mal schnell weiter, bevor ich da noch zu viel drauf eingehe. Um die Templer zu einer Weltmacht zu formen, teilte Bernhard Kredite mit Kardinal Emmerich von St. Maria Nuova. Emmerich war der höchste Justizbeamte der Kirche. Es war eine ungesetzliche Begünstigung, die Honorius II. In die Wege leitete. Der Antichrist, der die Templer als den am höchsten geschätzten Orden der Kirche ordinierte. Während Celestin II. Installiert wurde, platzte die Frangipani-Familie mit Einverständnis von Kardinal Emmerich in die Versammlung und mit vorgehaltener Klinge feierte Kardinal Lamberto Honorius II. Lesen wir hier noch in einer Fußnote, die uns Viktor freundlicherweise hiermit dazu übersetzt hat. Emmerich, der ebenfalls eine radikale innere Erneuerung der Kirche plante, was Adlige in ganz Schottland, Flandern, Spanien und Portugal dazu inspirierte, die Templer mit Geld und Sachspenden in Form von Grund und Boden zu überhäufen. Weit über den Bedarf aller Eingeweihten, nachdem sie sich den Orden angeschlossen hatten. Als Honorius II. Im Jahr 1130 verstarb, führte Emmerich eine Minderheit von Kardinälen in ein weiteres stillschweigendes Einverständnis, was zur Wahl von Antichrist Innozenz II. Führte, der zum Papst in Emmerichs Kirche von Santa Maria Nuova geweiht wurde. Im Jahr 1139 erließ Antichrist Papst Innozent II. Eine Bulle, der die Templer unter ein exklusives Gelübde des päpstlichen Gehorsam stellte. Kennen wir von den Jesuiten auch, ne? Kommen wir noch zu. Eine Maßnahme, mit der Emmerich alle Ressourcen der Templer unter die Verfügung des Papsttums stellte.
Innerhalb der nächsten Dekade erhielten die Ritter die Exklusivrechte von Papst Eugenius III. Auf ihren weißen Tuniken das Rosenkreuz und den Rosenkranz zu präsentieren. Als ihre Eigentumslisten sich weiter durch Spenden aus Italien, Deutschland, Österreich, Ungarn und dem Heiligen Land verlängerten, bauten die Templer hunderte von großartigen Festungen und Burgen. Die sieht man übrigens heute noch. Wohlhabende Reisende logierten aufgrund der unerreichten Sicherheit bevorzugt in diesen Burgen. Überzeugt davon, eine neue Weltordnung aufzubauen, nannten sich die Templer untereinander Frère Maçon, das heißt Bruder Maurer. Später sollte dieser Begriff in Freimaurer anglisiert werden. Die Templer erfanden das moderne Bankwesen, indem sie orientalische Erfindungen auf ihren Handel adaptierten. Agenten des chinesischen Kaisers Cao Zung, Erfinder der Papierwährung Fei Qian, also fliegendes Geld, trieben Handel im Mittleren Osten zu der Zeit der Templerbesetzung. Cao Zungs Regierung war die erste der Welt, die den Umlauf einer Wechselwährung als gesetzliches Zahlungsmittel für Schulden einführte. Offensichtlich führten die Agenten von Cao Zung die Tempelritter in dieses neue, aus Handelsgeschäften geschaffene Tauschmittel ein. Die Templer erweiterten ihr bereits boomendes Geschäft, indem sie nun Geld konnten, Einlagen konnten, Einlagen von Juwelen, Wertsachen, Titel und Urkunden, Kredite und Vorschüsse, das heißt Gebühren anstelle von Zinsen, da die Kirche ja Zinsen verbot, was im Grunde eine frühe Sophistik ist, demselben Kind nur einen anderen Namen geben, genau wie durch Lizenzen verbotene Dinge zu erlauben. Heiratslizenz, Alkohol, Glücksspiel etc. Ja, wieso ist Heiraten verboten? Die bürgerliche Heirat, meine Lieben. Wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen hier hauptsächlich über die römisch-katholische Kirche. Die Ehe ist ein Sakrament der römisch-katholischen Kirche. Eine Heirat außerhalb der römisch-katholischen Kirche gestattet die römisch-katholische Kirche nur, wenn man eine Lizenz dafür bekommt. Was glaubt ihr denn, warum ihr ein sogenanntes Aufgebot bestellen müsst und eure Heiratsabsichten wochenlang vorher auf dem Standesamt aushängen müsst? Warum man in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Heiratslizenz und in anderen Ländern auch eine Heiratslizenz beantragen muss? Weil die weltliche Ehe eben eine Ehe ist außerhalb der römisch-katholischen Ehe. Ja? Frühe Sophistik. Gebühren anstelle von Zinsen. Welche Namen finden die Banken nicht heute alles dafür? Ja? Also, nochmal den Satz. Die Templer erweiterten ihr bereits boomendes Geschäft, indem sie nun Geld konnten, Einlagen von Juwelen, Wertsachen, Titel und Urkunden, Kredite und Vorschüsse und Gebühren verwalteten und als Agenten agierten für die sichere Übertragung all dieser Dinge durch das in Umlauf bringen von Schuldscheinen, die als Papiergeld fungierten. Also das klingt ja so nach den Erfindern des Bankwesens, ne? Wir so kennen. Ja, das ist auch der Grund, weshalb sich bis heute alle Banken unter Kontrolle päpstlicher Ritter befinden. Und ein wichtiger weiterer Punkt, Victor, den ich gerade machen möchte, ist, da wird doch immer gesagt, das sind doch die Juden, die das Geldsystem auf der Welt verwalten. Es steht aber hier doch ganz deutlich, dass es die Tempelritter waren, die die ersten Bankiers der Welt waren, ne? Kein Kommentar von euch? Nix? Ne? Also ja, ich sehe das genauso. Steht hier ganz deutlich drin, ne? Hier steht nicht, dass das irgendwelche Juden waren, hier steht, dass die Tempelritter waren. Und die Tempelritter haben sich dann natürlich später, genauso wie die Jesuiten eben auch, die Juden zunutze gemacht und die Rothschilds und so weiter, da kommen wir dann später drauf. Will das ja jetzt auch nicht vorwegnehmen. Aber die Geschäfte, die Geldgeschäfte, kommen ursprünglich von der römisch-katholischen Kirche. Ja, und ich glaube, da ist es auch mal ganz wichtig, dass man vielleicht um den Zuge schon mal dann doch nochmal ganz kurz erwähnt, dass es ja nicht entscheidend ist, wer jetzt, sage ich mal, die Puppe ist, die ich da vorne ranstelle, sondern wer letztendlich dafür Sorge getragen hat, dieses Fundament zu schaffen. Ja, nicht das ausführende Organ ist wichtig, sondern das planende Organ. Ne? Ja, genau. Vielleicht erklärt der Papiergeldbedarf, sagt der Autor der Templer ja auch, warum Papier zuerst in der Heimatstadt der Templer in Troyes hergestellt wurde. Um 1300 herrschten die Tempelritter über die Weltwirtschaft aus ihrem Büro in Paris.
und waren eine internationale Macht für sich selber geworden. Das können wir heute von den Jesuiten und den Malteserrittern ganz genauso behaupten. Sie engagierten sich diplomatisch in den höchsten staatlichen Ebenen vom Heiligen Land westwärts und setzten die Trends, die Ziele, die Moral und die Regeln der zivilisierten Welt fest. Könige richteten sich nach ihren Anweisungen. Als Henrich III. Von England einmal damit drohte, seine Besitztümer des Ordens zu konfiszieren, wurde er vom Templermeister der City of London, das es übrigens heute immer noch gibt, wenn die Königin oder der König von England Einlass begehrt in die City of London, muss sie oder er sich untertänigst beim Bürgermeister der City of London, der Quadratmeile, Square Mile, übrigens anmelden. Also das gibt's heute immer noch. Das ist immer noch Templergrund übrigens. Als Heinrich III. Einmal damit drohte, einige Besitztümer des Ordens zu konfiszieren, wurde er vom Templermeister öffentlich bedroht. Was redest du, oh König? Solange du in Gerechtigkeit handelst, wird deine Regierung Bestand haben. Aber hörst du damit auf, wirst du bald deine Königsherrschaft verlieren. Solange du in Gerechtigkeit handelst. Ja, das klingt ja soweit ganz gut. Das Problem ist, wer bestimmt denn, was hier Gerechtigkeit ist und was nicht Gerechtigkeit ist? Das ist eben der Papst, der Antichrist. Der setzt die Norm. Und solange du, König, dem Antichristen gehorchst, solange du dich dem Papst unterstellst, der römisch-katholischen Hierarchie, solange wird deine Regierung Bestand haben. Wenn du aber dagegen rebellierst, wirst du bald deine Königsherrschaft verlieren. Plötzlich, ganz plötzlich, auf der Höhe ihrer Macht, erlitten die armen Ritter, ach ja, ich habe so ein Mitleid, ich weine gleich, eine seltsame Wendung ihres Glücks. In 1302 wagte König Philipp IV. Die Souveränität der Templer auf seinem eigenen Boden offen in Frage zu stellen. Also wir sprechen hier vom König von Frankreich. Er behauptete, dass alle Bürger Frankreichs, einschließlich der Tempelritter, Untertanen des Königs seien, anstatt des Papstes. Ich glaube, das ist ja auch ganz interessant zu der Zeit, wenn man das mal so geschichtlich so den Hintergrund mal hervorruft, das war ja die Zeit, wo dieses Schisma bestanden hat, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Das hat stattgefunden 1054, ja. Nee, ich meine jetzt das damals mit den drei Päpsten, die es gab. Ach, weißt das du, meinst das? Du? Ja, du meinst, dass es Päpste gibt, die aus Frankreich regiert haben, aus Avignon und Päpste aus Rom und Päpste genau. aus... Genau. Ja, ich weiß. Aus dem Konzil. Da, ja. Da bist du ja drauf eingegangen, in dem Papier aus einer Lesung von Romanismus und Reformation. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das Lesung, weiß ich, 20, 21 oder sowas vielleicht in dem Dreh. Es gab ja verschiedene Schismen. Ne? Es gab einmal die Anfang des 15. Jahrhunderts, die zum Konzil von Konstanz geführt hat. Erinnerst du dich noch? Das war ja das Konzil der drei Päpste, wo drei abgesetzt wurden und der vierte dann schlussendlich rauskam. Das Konzil, wo sie Jan Hus ermordet hatten. Mhm. Und es gab vorher schon einmal das Schisma im 14. Jahrhundert, also Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts, 1302, wo du jetzt gerade von sprichst. Ja, richtig. Ja, nee, das wollte ich nur erwähnen in dem Zusammenhang, dass man sich das nochmal so hervorruft, dass da zu dem Zeitpunkt... was sich da, ja auch, sage ich mal, dass es sozusagen zwei oder drei Antichristen gegeben hat zur selben Zeit. Dass die Päpste sich gegenseitig bekriegt haben, ja. Ja, dass sie sich da gegenseitig nicht einig waren. Mhm. Ja, und dann kam Antichrist Papst Bonifatius VIII. Der mischte sich sofort ein und erklärte, dass Frankreich, der König, die Templer und alle anderen Untertanen des Pontifex Maximus seien. Zitat. Und dieses Zitat ist im Wortlaut der Bulle Unam Sanctam von Papst Bonifatius VIII. 1302 entnommen. Wir erklären, sagen und definieren nun aber, dass es für jedes menschliche Geschöpf unbedingt notwendig zum Heil ist, dem römischen Bischof unterworfen zu sein. Ende Zitat. Daraufhin beschuldigte Philipp IV. Den Papst der Illegitimität, des sexuellen Fehlverhaltens und der Häresie. Antichristpapst Bonifatius bereitete daraufhin eine Bulle vor, in der König Philipp IV. Exkommuniziert werden sollte.
Aber bevor diese veröffentlicht werden konnte, stürmte ein Trupp von Söldnern auf Geheiß des Königs den Vatikan und forderte den Rücktritt des Papstes. Obwohl die Eindringlinge vertrieben werden konnten, war der Schock für Körper und Seele zu viel für Bonifatius und er verstarb einen Monat später. Zwei Nachfolgepäpste hielten an ihrer Fehde mit Philipp IV. Fest, bis Bertrand de Gaulle, Erzbischof von Bordeaux, im Jahr 1305 gewählt wurde. Gekrönt in Lyon mit dem päpstlichen Namen Clemens V., wechselte mit ihm das Papsttum den Standort nach Avignon. Das ist der Punkt, den du gerade meintest, dass eben aus Avignon heraus der Papst regierte, und machte eine lange Liste von Zugeständnissen an König Philipp IV., an dem seine königlichen Vorrechte. Ja, Avignon, da habe ich nochmal eine extra kleine Note zu gemacht, die wir mal eben kurz uns anschauen. Wir sehen, das muss ein bisschen größer hier, sonst ist es zu klein. Einen großen Aufschwung erfuhr Châteauneuf, ne, also das ist Avignon, und da ist Châteauneuf du Pape, Châteauneuf, durch die Päpste von Avignon. Johannes der 22., zuvor Bischof von Avignon, begann spätestens 1318 mit den Bauarbeiten an seiner Sommerresidenz in Châteauneuf. Und übrigens, dieser Johannes der 22. ist einer der Schisma-Päpste, die Viktor gerade eben erwähnt hatte, weil es gab ja später nochmal einen Papst Johannes den 22. Dieser hier gilt als ein sogenannter Antipapst. Ja? Also, zuvor Bischof von Avignon, begann spätestens 1318 mit den Bauarbeiten an seiner Sommerresidenz in Châteauneuf, die erst 1333 abgeschlossen wurde. Das päpstliche Schloss wurde in den Religionskriegen des 16. Jahrhunderts zerstört. Die Erzbischöfe von Avignon ließen ihre Residenz wiederholt restaurieren, verloren aber im 18. Jahrhundert das Interesse an ihr und verpachteten ihren Besitz an den irischen Baron Jean de Power. Der Ort Châteauneuf kam erst 1791 zu Frankreich. Bis dahin gehörte er zum unabhängigen Territorium der Bischöfe bzw. Erzbischöfe von Avignon. Das findet man in Wikipedia unter dem Artikel Châteauneuf du Pape, das ja sehr bekannt ist für seinen Wein heutzutage. Jetzt kommt's. Am Freitag, den 13. Oktober 1307, ließ Philipp alle Templer Frankreichs bis auf 13 verhaften, suchte Beweise für das Praktizieren der Kabbala und befand sie für schuldig für das Praktizieren von Magie und Blasphemie. Mindestens 50 Ritter wurden daraufhin auf den Scheiterhaufen verbrannt. Freitag, den 13. Oktober 1307. Ja, jetzt muss ich euch mal eben die Illusion nehmen, diejenigen, die es noch nicht wissen. Warum haben wir denn immer dieses Gefühl, Freitag der 13. sei ein Unglückstag? Das geht zurück auf die Verhaftung der Tempelritter am Freitag, den 13. 1307. Das war nämlich für die Tempelritter ein ganz großer Unglückstag. Und damit wird diese Lehre in dieser antichristlichen Welt natürlich verbreitet. Und Freitag der 13., das ist ein ganz, ganz schlechter Tag. Ja, ein ganz, ganz schlechter Tag für die Tempelritter. Aber für einen bibelgläubigen Christen ist es eher ein guter Tag. Und abgesehen davon ist das reiner, purer, kabbalistischer Aberglaube. Muss ich da mal eben ganz deutlich hinzufügen. Habt ihr da noch einen Kommentar zu? Nö, dann lesen wir mal weiter. Aus erbeuteten Dokumenten ging hervor, dass die Templer von Anfang an auf das verzichtet hatten, was die römischen Theologen als die Religion des heiligen Petrus bezeichneten. Sie waren in einen geheimen gnostischen Zweig der Ostkirche eingeweiht worden, der als die primitive christliche Kirche bekannt war. Weil die apostolische ursprüngliche christliche Kirche auf Johannes dem Täufer und dem Apostel Johannes folgte, wurden sie daher auch Johanniter genannt. Die Johanniter sind ja heute noch so ein Rote Kreuzarte Orden, ne? Johanniter Unfallhilfe und sowas, ne? Das kommt alles daher, hat sich alles darauf aufgebaut. Und solche Organisationen wie Johanniter Unfallhilfe, das sind die äußeren Eintritts. Ja, da gibt es ja noch die Samariter auch. Und die. Ja. Und das Rote Kreuz, das dasselbe ist für die Malteserritter. Ne? Ja, Malteser, genau. Mhm. Deswegen sage ich das so gerade. Gerade eben Johanniter, wenn wir die Johanniter-Unfallhilfe, das habt ihr ja in Deutschland, das haben wir hier in Belgien ja nicht. Wenn man das kennt, das geht darauf zurück.
Das ist ein Eintritts, wie sagt man das, die Eintrittskarte in diese Organisation, die nach außen hin sich wunderbar geben von, ach ja, guck mal, wir sind ja so toll, wir sind ja so wohltätig, wir machen ja gute Dinge, wir haben den Unfalldienst hier und wir errichten Krankenhäuser und Pflegeheime und Altersheime und Flüchtlingsunterkünfte. Und Flüchtlingsunterkünfte, ja, nenn mal auf, all den ganzen Scheiß, wir sind doch so tolle Leute. Das ist aber nur die äußere Fassade. Und wenn man da einmal erst hinterguckt, dann sieht man erst die wirkliche Organisation. Ja. Die Johanniter glaubten, dass Jesus durchtränkt war mit dem heiligen göttlichen Geist und dadurch mit den außergewöhnlichsten Eigenschaften ausgestattet war. Sie glaubten aber nicht, dass er der wahre Gott war. Sie folgten damit der gnostischen Logik, dass der wahre Gott der Johanniter sich nie auf die menschliche Stufe erniedrigen würde. Jesus sei ein falscher Messias, der von den Mächten der Finsternis gesandt wurde und daher zu Recht gekreuzigt wurde. Daher gibt es auch übrigens St. John the Lateran, St. Johannes im Lateran, im heutigen Vatikan immer noch. Das ist eine Stelle dort, die heißt so. Und die ist nicht basiert auf den heiligen Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, wie die meisten natürlich denken. Nein, das geht hier zurück auf die Johanniter hier und auf das gnostische Wesen von denen hier, die wirklich Jesus als Messias verleugnen. Und Jesus hat gesagt, welcher Geist die Leute leitet, die ihn verleugnen. Muss ich ja jetzt nicht aussprechen, ist ja wohl deutlich, ne? Und obwohl seine Seite durchbohrt wurde, hätte er für seine Taten gebüßt und göttliche Vergebung erhalten. Dank seiner Reue genieße Jesus nun das ewige Leben in der himmlischen Gesellschaft der Heiligen. Was die durch Jesus vollbrachten Wunder betrifft, so glaubten sie, dass er außergewöhnliche Taten vollbracht habe und dass Gott Dinge vollbringen kann, die für den menschlichen Intellekt unverständlich sind. Aber dass Christi Taten, wie sie in den Evangelien beschrieben wurden, seien sie nun Taten menschlicher Wissenschaft oder göttlicher Allmacht, durchaus als Wahrheit akzeptiert werden können. Allerdings mit Ausnahme der Auferstehung, die aus der Templerkopie des Johannesevangeliums entfernt wurde. Übrigens auch sehr interessant, ne? Wenn man die Auferstehung aus dem Evangelium hier entfernt, dann hat man natürlich eine ganz andere Sicht auf Jesus Christus. Deshalb sei Jesus Christus mit all seinen wundervollen Eigenschaften nichts weiter als ein falscher Prophet und damit wertlos. Nur der höchste Gott im Himmel hätte die Macht, die Menschheit zu erretten, nicht Jesus Christus. Jesus Christus ist ein falscher Prophet und damit wertlos. Hallo, wenn wir diesen Text gut verstehen, dann sehen wir doch eine Verwandtschaft zum Glauben der Mohammedaner. Wieder mal eine Vermischung aus Katholizismus und Islam, weil im Islam wird auch gelehrt, dass Jesus nur ein Prophet war und dass er am Kreuz nicht gestorben ist. Wie ja, ist das auch nicht so ähnlich bei den Juden, dass sie nicht auch sagen, dass Jesus, also das ist die Auferstehung, dass es sowas nicht gibt vom Menschen? Na, das ist ein Unterschied, da gibt es die, die Sadduzäer und die Pharisäer. Die Pharisäer glauben an die Auferstehung, die Sadduzäer glaubten damals nicht an die Auferstehung. Ich weiß nicht, ob die Sadduzäer heute noch gibt. Nein, die Juden akzeptieren Jesus Christus ja überhaupt nicht als Messias. Die sagen ja, Jesus Christus war vielleicht ein Prophet, aber er war nicht der Sohn Gottes. Er war nicht der Messias, von dem ab Offenbarung Kapitel 3, Vers 15 in der Bibel gesprochen wird. Das streiten sie ja ab. Tja. Ganz schön kompliziert, ne? Was der eine glaubt, was dann wieder der andere glaubt. Deswegen ist das Wichtigste, um zu glauben, die Bibel, die ist deutlich und sagt alles ganz klar und ganz deutlich, ohne irgendwelche Zwischenworte, ohne irgendwelche Kabbala, wie sie hier dazwischen haben. Und wir lernen hier ganz deutlich, dass die Johanniter eben Jesus Christus nicht als den akzeptierten, der er war. Und damit wissen wir, das hat Jesus selbst gesagt, wer abstreitet, dass ich der Christ bin, der hat den Geist des Antichristen. Aber der höchste Gott vermied die menschliche Materie und so gehört die Herrschaft über die materielle Welt Satanael, dem bösen Bruder Jesu. Ach ja,
Jesu Christi hat einen Bruder. Wo holen Sie das denn her? In der Bibel steht das nicht drin, ne? Das ist eben diese gnostische, kabbalistische, freimaurerische Lehre. Und so können nur Satanael allein die Menschheit bereichern. Also nicht Jesus kann die Menschheit bereichern, sondern Satanael. Und die Templer-Kabbala symbolisiert Satanael als Kopf einer Ziege, die manchmal mit einem Pentagramm verziert wurde. Ja, da haben wir ja den Baphomet von. Muss ich mal sehen, habe ich da nicht ein Bild von? Ich schätze mal, dass ich da noch ein Bild von reinnehmen kann, vom Baphomet. Würde mich wundern, wenn ich das nicht habe. Die Frage unter welchem Namen natürlich. Jörg, war doch auch im letzten Kapitel unten ein großes Bild davon. Ja, aber da will ich ja jetzt nicht ganz hinscrollen. Nehmen wir mal dieses Bild hier zum Beispiel. Das ist so klein. Ja, mal das hier. Das ist der Baphomet auf Notre Dame. Den sehen wir nachher sowieso noch. Dann lasse ich den mal hier da jetzt bei. Hier haben wir auch noch den androgynen Baphomet mit den Tempelrittern davor, mit den Johannitern davor. Das ist ja auch ganz passend. Nehmen wir die beiden Bilder eben mal, um uns das anzuschauen. Das Bild hier, das ist ganz wichtig. Da kommen wir gleich dazu. Dieses Symbol ist tief in der alttestamentlichen Kabbala verwurzelt, in der der Ziegenkopf als die mit der von Gott abgewandten Macht in der Welt identifiziert wird. Auf dem größten israelischen Feiertag, Yom Kippur, dem Versöhnungstag, wurde eine Ziege verschont und mit dem Opferblut einer anderen Ziege besprengt, die für die Sünden Israels getötet wurde. Das ist der sogenannte Sündenbock. Die verschonte Ziege, der Sündenbock, wurde dann aus der Gemeinde verbannt, um Israels Sünden in die Wildnis zu tragen, die die Welt symbolisierte. Der Sündenbock entkam so mit seinem Leben in die Freiheit. Ja, nur er wurde in die Wildnis geschickt, wo es nicht viel zu fressen und zu trinken gab, und der Sündenbock ist da immer elendig verreckt. Wir lesen dazu in der Bibel aus Levitikus, also drittes Buch Mose, Kapitel 16, Verse 6 bis 10. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen, an den Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündenbock. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn fiel, und ihn als Sündopfer opfern. Aber den Bock, auf den das Los für die Verwendung als Sündenbock fiel, soll er lebendig vor den Herrn stellen, um über ihm die Sühnung zu erwirken und ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken. So steht es geschrieben. Und wie Sie das dann hier auslegen und dann von dem Sündenbock oder der Ziege überhaupt ein mehr oder weniger göttliches Wesen machen, das ist natürlich wieder kabbalistische Lehre, hat nichts mit der Bibel zu tun. Jedenfalls entkam der Sündenbock so mit seinem Leben in die Freiheit für so lange, wie es dort dann auch mal nur währte. König Salomon nun besprach sich mit bösen Geistern. Ja, lesen wir im ersten Kapitel der Könige, Kapitel 11, Vers 4. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Also, König Salomo besprach sich mit bösen Geistern, die die Bibel jedoch nur sehr vage beschreibt. Die Sohar oder das Buch des Glanzes, eines der Hauptwerke der antiken kabbalistischen Literatur, geht etwas tiefer ins Detail und erzählt uns, dass böse Geister den Israeliten in Form von Ziegenböcken erschienen und ihnen alles, was sie wissen und lernen wollten, bekannt machten. Jetzt müssen wir aber erstmal verstehen, was ist denn die Sohar oder der Sohar? Da sind wir übrigens, glaube ich, auch schon mal, ich nehme mal eben ein anderes Bild, ich kann mir das teuflische Ding nicht die ganze Zeit angucken. Da sind wir auch schon mal drauf eingegangen in der Lesung, meine ich, hinter den Diktatoren, ne, Viktor? Ja, sind wir auch. Deswegen lese ich es hier nochmal eben, und zwar war das, glaube ich, in dem Kapitel 3, wo es ging um Leo Taxil. Wenn ihr nun das Buch Moral und Dogma lest, dann von Albert Pike, die Bibel der Freimaurer, steht das folgende auf Seite 210, und damit meine ich meine PDF-Version, die ich hier habe, und damit sage ich auch ganz deutlich, das ist nicht unbedingt die wahre Version von Morals und Dogma, ja? Weil das Buch als PDF, dem ist nicht so zu vertrauen, wie man es wirklich in der Hand hält, und eine moderne Druckversion des Buches Morals und Dogma
ist auch nicht so zu vertrauen wie einem Original aus Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber jedenfalls steht in meiner PDF-Version auf Seite 210 hier ins Deutsche übersetzt, die Apokalypse ist für jene, die den 19. Grad empfangen, die Apotheose jenes erhabenen Glaubens, der nur Gott strebt und verachtet alle Prunk und Werke Luzifers. Luzifer, der Lichtträger. Ein seltsamer und geheimnisvoller Name, den man dem Geist der Finsternis geben kann. Luzifer, der Sohn des Morgens. Ist es der, der das Licht trägt und mit seiner Größe unerträgliche Verdunklung über schwache, sinnliche und egoistische Seelen wirft? Zweifeln Sie nicht daran, dass Traditionen voller göttlicher Offenbarungen und Inspiration sind. Und Inspiration ist nicht von einem Zeitalter oder einem Glaubensbekenntnis abhängig. Plato und Philo waren ebenfalls inspiriert. Die Apokalypse, also das Buch der Offenbarung, ist tatsächlich ein Buch, das so unbedeutend ist wie die Zohar. Was ist nun der Zohar? Der Zohar kommt aus dem hebräischen Wort Pracht oder Strahlen, ist die grundlegende Arbeit der Literatur des jüdischen mystischen Gedankens, bekannt als Kabbala. Pracht oder Strahlen, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, an die Sonne, Sonnenanbetung und den Lichtbringer Luzifer? Haha! Es ist die Hauptsprache des Talmud. Babylonisch inspiriertes Judentum, das nichts, aber auch gar nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat und daher nur abtrünnige Juden anspricht. Wie die Schriftgelehrten und Pharisäer zur Zeit Jesu, so versteht bitte, dass dies nichts zu tun hat mit dem jüdischen Volk, das von ihrem Klerus betrogen und belogen wurde, wie die Katholiken und wie heute die ganze Welt. Das alles soll die Juden als Rasse diskreditieren, der sogenannte Antisemitismus, und funktioniert nur in einer betrogenen Welt, die die Bibel nicht versteht, die die Bibel nicht glaubt und ihr folgt, wo es klar heißt, dass jeder Mensch errettet ist, der den Vater und den Sohn bekennt, Jesus Christus als seinen Messias annimmt und dadurch im Geiste wiedergeboren wird, nicht im Fleisch. Gott ist das Ansehen von Personen gleich. Das bedeutet auch, dass er sich nicht um Geschlechterkunde kümmert, die Beschneidung ist vom Herzen und nicht vom Fleisch. Tja, und das habe ich genommen aus meinem Kommentar zu Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, Kapitel 3, das auch als Videoserie produziert wurde. Und das könnt ihr euch auf meinem Hauptkanal Joggler66 anschauen. Da ist die Videospielliste Hinter den Diktatoren, ein Buch, das Bruder Viktor, wie gesagt, ins Deutsche übersetzt hat. Und Kapitel 3, da geht es auch um dieses Thema. Und da habe ich das, was ich eben gerade hier vorgelesen habe, auch schon mal vorgelesen. Gibt es da vielleicht eine Bemerkung oder eine Frage zu von meinen mich begleitenden Brüdern in Christus hier? Oder mache ich alleine weiter, ne? Die Templer nannten diese symbolische Ziege Baphomet, aus dem Griechischen von Baphe, Ziege, und Metes, Kopf. Baphomet ist mit dem Werdegang Salomons verbunden, von dem die Schrift bezeugt, dass er in Gottes Weisheit tiefer unterrichtet wurde als jeder andere Mensch. Das lesen wir im ersten Buch der Könige, Kapitel 3, Vers 2, Zitat: Nur opferte das Volk noch auf den Höhen, denn dem Namen des Herrn war noch kein Haus gebaut worden, bis zu jener Zeit. Er blieb jedoch bis zum Ende seines Lebens mit den ziegenköpfigen, bösen Geistern verbandelt. Nach den Lehren der Johanniter war das Kommunizieren mit bösen Geistern der geheime Schlüssel, die Welt zu kontrollieren. Die Bibel verbietet dies jedoch ausdrücklich in den Büchern Mose, und zwar im, ich meine, dritten Buch, hauptsächlich Levitikus, aber auch später noch, wird eindeutig verboten, zu kommunizieren mit den Toten. Und die römisch-katholische Kirche ist ja nichts anderes als ein Medium, um mit den Toten zu kommunizieren. Nach den Lehren der Bibel repräsentierte Salomon jedoch die Unmöglichkeit menschlicher Vervollkommnung. Vervollkommnung ist jedoch in der Tat laut Bibel erreichbar, aber nur durch den erlösenden Prozess. Eine Anmerkung des Übersetzers lautet hier: durch den Glaube an Jesu stellvertretenden Opfertod, der die Logik des Richtens und Verurteilung durchbrach,
indem er als vollkommen unschuldig vor Gott freiwillig den Fluch auf sich lud und in den Opfertod am Kreuz ging, den nicht er, sondern die sündige Menschheit verdient hatte. Somit bezwang er den Tod durch seine Wiederauferstehung und schuf so im geistigen Reich einen Ausgang für alle, die es geistig im Glauben annehmen können und ihm nachfolgen wollen. Vervollkommnung ist jedoch in der Tat laut Bibel erreichbar, aber nur durch den erlösenden Prozess des Neuen Testaments, das Rom den Templern vorenthielt. Am 22. März 1312 löste Papst Clemens V. mit seinem Erlass Vox Clamantis, Kriegsgeschrei heißt das, die Templer auf. Aber die Auflösung erwies sich als eine reine Formalität, um König Philipp IV. Zu beschwichtigen. Vor allem erlaubte dies jedoch den Tempelrittern in anderen Manifestationen das Papsttum zu bereichern. Jacques de Molay entsandte kurz vor seiner Hinrichtung im Jahr 1313 13 französische Templer, um 4 neue Logen zu gründen. Hatten wir nicht gelesen, dass bis auf 13 viele Templer festgenommen wurden? Es ist übermittelt, habe ich hier in einer Fußnote nochmal beigeschrieben, dass Jacques de Molay, bevor er lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, gefragt haben soll, ihn in Richtung der Kirche Notre-Dame zu drehen, sodass er den Baphomet sehen könnte, der als eine der Figuren an der Wand der Kirche war und dort auch heute noch zu sehen ist, wie wir eben in dem bereits vorhin gezeigten Bild sehen können. Das ist der Baphomet, original fotografiert von der Notre-Dame-Kirche, bei der ich übrigens auch schon, die auch schon ein paar Mal besucht hatte, und der da steht. Und der Jacques de Molay hatte gefragt, dass man ihn mit dem Scheiterhaufen in die Richtung dreht, dass er, während er verbrennt, auf diesen Baphomet eben schauen kann. Die Kirche Notre-Dame, unsere Frau, ja, natürlich errichtet für die Himmelskönigin, wurde natürlich übrigens von den Tempelrittern errichtet. Ne? Also, Jacques de Molay entsandte kurz vor seiner Hinrichtung 13 französische Templer, um 4 neue Logen zu gründen. Eine in Stockholm für den Norden, eine in Neapel für den Osten, eine in Paris für den Süden und eine weitere in Edinburgh für den Westen. So kam es, dass die Ritter der militante Arm des Papsttums blieben. Ihr Reichtum, ihre Geheimhaltung, ihr gnostischer Kabbalismus und ihr Schwur des päpstlichen Gehorsams wurden unter einer Vielzahl von Deckmänteln und Firmennamen formuliert. Eine subtile Bestimmung im päpstlichen Erlass Vox Clamantis übertrug die meisten Tempelländereien an die Ritter von St. Johannes von Jerusalem, die nach dem Tod König Philipps die Besitztümer ergriffen. In Deutschland und Österreich wurden die Templer zu Rosenkreuzern und Mitglied des Deutschen Ordens, auch unter Deutschherrenorden oder Deutschritterorden bekannt. In Mainz, Geburtsort von Gutenbergs Buchdruck, wuchs der Deutsche Orden sehr stark an. 6 Jahrhunderte später wurde der Deutsche Orden der Kern Adolf Hitlers politischer Unterstützer in München und Wien. Die Loge in Edinburgh soll das Hauptquartier der schottischen Rite der Freimaurerei werden, welche auch von Freimaurer-Historikern als die amerikanische Freimaurerei bezeichnet wurde, weil alle, bis auf 5 Unterzeichner, Mitglieder der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung waren. In Portugal und Spanien wurden die Templer zu den Ritter Christi und den Alumbrados, deren Mitglied ja später Inigo in Maresa werden sollte, wie wir bereits gelernt hatten. Alumbrados, das spanische Wort für Illuminati. Christoph Kolumbus segelte übrigens unter dem Banner des Roten Kreuzes der Ritter Christi, als er das Land Las Indias nannte und für König Ferdinand V. von Spanien in Besitz nahm, dem Großvater Inigos besonnenen Patron, der heilige römische Kaiser Karl I. und Karl V. Ja, was wir hier ganz gut verstehen müssen, ist, dass Kolumbus im Auftrag des Papstes reiste. Denn es ist die Devise der römisch-katholischen Ritterorden, die Welt für den Stellvertreter Christi zu erobern, also für den Papst. Da der König seinen Posten nur durch den Antichristen, durch das Antichristen Gnade hat oder hatte, dürfte dieser Umstand zweifelsfrei deutlich sein. Mit anderen Worten, wenn sie euch in der Schule lehren,
Oh, da segelte dieser Christoph Kolumbus in die Welt hinaus, bis er irgendwann auf Land stieß und hat eine ganz neue Welt entdeckt. BS, wie man im Englischen so schön sagt. Lüge. Er wurde ausgeschickt, um das Land zu erobern. Der Vatikan wusste schon längst, dass da Land war. Die kennen die Bibel besser als wir. Die wussten das schon immer. Und die Zeit war reif, die Zeit war gekommen, um diese neue Welt zu errichten und von dieser neuen Welt aus die Welt eine Zeit lang zu beherrschen. Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Sind ja so viele, die sagen, Amerika ist der Polizist der Welt. Haben sie auch nicht ganz Unrecht mit. Aber dafür musste Amerika erstmal, zwischen Anführungszeichen, entdeckt werden. Und das kann man den blöden Leuten natürlich auf die Art und Weise verkaufen. Christoph Kolumbus wusste ganz genau, wo er hinsegelte. Der ist nicht so mal ins Blaue gefahren. Wie heißt es so schön im Englischen? 1492, Columbus sailed the ocean blue. Ja? Schöne Geschichte für kleine Kinder zum Einschlafen zu erzählen, aber weit entfernt von der Wahrheit. Ja? Das Land wurde für den Papst, für den Antichristen von Christopher Columbus erobert. Im letzten Kapitel, sagt Tapasosi, habe ich die Hypothese aufgestellt, dass seit August 1523 dieses gewaltige, aber fragmentierte Untergrundimperium, das das unsichtbare und weltdurchdringende Wurzelsystem des römischen Katholizismus bildete, sich in den Händen von Inigo Loyola befand. Ja, das wissen wir noch von seiner Reise nach Zypern. Seine spirituelle Dynastie, die bis in unsere heutige Zeit andauert, sollte dieses System dazu benutzen, gottesfürchtige Menschen, die das Papsttum hassten, dazu zu bringen, ohne es zu merken, sich wie Marionetten an Fäden zu bewegen. Und diese Fäden zog eine unsichtbare Hand, die ihrem erbittersten Gegner gehörte, dem Antichristen. Aber wie steht es mit Inigos Ausbildung? Sein akademischer Aufstieg ist Thema des nächsten, des siebten Kapitels. Das werden wir nächstes Mal lesen. Dies bringt das Ende des Inbegriffs der christlichen Werte und dies ist ein Teil, bereits ein Bild aus dem nächsten Kapitel. Hoc est digitus Dei. Da sprechen wir dann nächstes Mal drüber. Weil die Stunde ist beinahe da, das Kapitel ist zu Ende und es hat ja nun keinen Sinn, für die nächsten 5 Minuten noch ein neues Kapitel anzufangen. Finde ich zumindest. Von daher möchte ich viel lieber Stefan, dem Übersetzer, der uns ja hier begleitet, und Viktor, dem, ich möchte mal sagen, der den Diamant in den richtigen Schliff bringt, bitten, ihre letzten Kommentare noch zu geben. Und zwar mit mir dazu bei. Also das ist eine vielleicht offene Diskussion für die letzten paar Minuten, wo jeder jederzeit etwas sagen kann. Bitte, Stefan oder Viktor, meldet euch mal. Ich habe so wenig von dem Stefan gehört bis jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob er da ist, ja. Ach so. Ja, ich habe nämlich auch zwischendurch meine Zweifel gehabt, ob er nicht vielleicht gar nicht, sage ich mal, sprechen kann oder wir ihn nicht verstehen können. Ja, also ich fand es auf jeden Fall ein sehr interessantes Kapitel. Da sind so viele wichtige Zusammenhänge, die auch, denke ich, ganz gut verstanden werden sollten. Einfach auch aufgrund dessen, dass wir sehen, im Grunde schon, ja, mit diesen Tempelrittern hat schon ein Ursprung, ein Fundament gelegt, das ja bis in unsere heutigen Zeit, bis heute. Also nicht nur bis gestern, sondern bis heute und auch wahrscheinlich noch bis in die Zukunft noch lange, ja, für uns allgegenwärtig sein wird. Und wie du schon auch sagtest, da stecken nicht irgendwelche Juden hinter oder auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, was gibt's da, die Komitee der 300 Könige oder irgendwas, also versteckte geheime Regierungen oder heutzutage reden ja immer irgendwelche Leute von irgendwie dem sogenannten Deep State oder was ich da mal gelesen habe. Das ist wieder so ein neues Wort, was hier. Ja, das sind doch immer nur, man gibt doch nur irgendwelchen Nebelkerzen wieder neue Namen, oder nicht? Genau das ist das. Gut, dass du das erkannt hast, ja. Und
wenn man einmal, denke ich, hier diesen Zusammenhang oder dieses, ja, die Wahrheit, die mit den Tempelrittern einhergeht, das einmal wirklich verstanden hat und auch angenommen hat, ja, dann, ich denke, dann sind auch diese, ja, die ganzen Mühen und der ganze Fleiß und die ganze Übersetzungsarbeit und auch deine tollen Lesungen oder Vorlesungen und auch wichtigen und nützlichen Zusatzkommentare dahin auch wirklich dann auch mal Früchte tragend und dass die Leute mal anfangen, das zu begreifen und es eben nicht so ist, wie man es uns in der Schule erzählt, auch gerade jetzt mit Christoph Kolumbus. Man muss eben alles an den Taten messen. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch alleine schon auf dem Weg dahin nach Amerika, da sind sie ja auch erstmal an den Kanarischen Inseln vorbei. Und wenn man dahin geht, dann oder sich auch mit der Geschichte auseinandersetzt, dann war das Erste, was sie da gemacht haben, auch, sage ich mal, das Kreuz dort an dem Strand aufzuerrichten und die, ja, die, wie soll man das nennen, die Heiden mit Heidentum bekehren. Ja, natürlich, weil Katholizismus ist ja auch nichts anderes als Heidentum, ja. Ja, eben. Und dann ist es ja auch, wie gesagt, wenn man das jetzt so heute anguckt, zum Beispiel da auch, dann sieht man da auch diese aufgerichteten Bronzeköpfe und Statuen, wo dann irgendeiner, ein, ich weiß ich nicht, José de Valencia in Südamerika da dann das Land eingenommen hat oder wie auch immer. Ja, es war wirklich nicht so, dass der Kolumbus losgezogen ist in einer Art Expedition vom König beauftragt und ne, ach, legel doch mal los, vielleicht ne, kannst du ja was Gutes hier für das Königreich tun und Vielleicht findest du ja einen kürzeren Weg nach Indien, ne? ja, vielleicht findest du ja jemanden, der hat noch ein besseres Manna-Rezept, als wir das haben. Weißt du? Und nee, also da denke ich auch, also das war heute, denke ich, auch nochmal ganz wichtig und entscheidend, da sich das gut zu Gemüte zu führen. Und ja, von hier ab an, ja, baut sich ja auch das Buch jetzt noch weiter auf. Es bleibt weiter interessant und auch, ja, denke ich, sehr, sehr, ja, auch nötig, sich damit auch zu beschäftigen, sich die Zeit zu nehmen. Ja, ich denke, was wir heute gemacht haben, war einen Grundstein legen, um später zu verstehen, dass die Jesuiten, über deren Gründung wir ja hier in diesem Buch sprechen, wirklich nichts weiter sind als die wiederbelebten Tempelritter. Und zwar sowohl was die Kabbala angeht, was den Satanismus angeht, was vor allen Dingen eben auch ihre Macht angeht, dadurch, dass die Jesuiten die ganzen päpstlichen Ritterorden kontrollieren, als höchster päpstlicher Ritterorden, der sie ja im Grunde sind eigentlich, die Miliz der Kirche, ja, Ecclesia, wie heißt das noch, Regimini Militantes Ecclesia, ja, die Kirche im Krieg, das ist der Name des Jesuitenordens, wie wir ja im nächsten Kapitel dann noch lernen werden, dass die nichts weiter sind als das Wiederbeleben der Tempelritter mit allen Folgen davon. Und wie die Tempelritter damals bereits starke wirtschaftliche Macht hatten, wie die Tempelritter damals bereits die finanzielle Macht hatten, also zum Beispiel jetzt über Banken, die ja das Geld rausgebracht haben, das Papiergeld, so was wir gerade gelernt haben. Ja, heute ist doch die ganze Finanzwelt in Händen der Malteserritter. Es sind die Hüter des Vatikanschatzes in Form der sogenannten Juden, die da auf der einen Seite sind. Es sind die Organisation der Weltbank, des internationalen, wie nennt das da wieder? Monetary Funds, wie heißt denn das? Internationaler Währungsfonds. Internationale Währungsfonds, danke. Von dem ja dieser eine, der Strauss Kahn da mal zurücktreten musste, dann die Christine Lagarde da Vorsitz davon geworden ist und so weiter und so weiter. Das sind ja alles nur Nebelleuchten, das sind alles nur Nebelkerzen, die aufgestellt werden, um den Leuten die wahre Absicht davon zu verbergen. Da kann ich nur sagen, diejenigen, die Englisch können, die sollten sich mal hier und da ein Video anschauen von Karen Hudes, Hudes. Die Frau ist natürlich kontrollierte Opposition, da muss man sich von bewusst sein. Aber ansonsten kann man sich das mal sehr gerne anschauen. Die sagt zum Beispiel, dass in Amerika die eingesammelte Personensteuer, wie nennt man das, wie heißt das im Deutschen, Einkommensteuer,
Die gesammelte Einkommensteuer geht direkt an den Jesuitenorden. Tja. Die hat selber in der Weltbank gearbeitet und ist eine sogenannte Whistleblowerin. Karen Hudes. Kann man sich mal anschauen, wenn man könnte. Ja. Ich habe gerade gesehen, dass Stefan ja anscheinend doch da ist. Der hatte sich ja kurz zu Wort gemeldet. Stefan, möchtest du noch abschließend etwas sagen zu der Lesung von heute? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich kriege ein paar Worte hier zusammen, bevor mein WLAN wieder zusammenkracht. Das passiert irgendwie einmal die Minute bei mir hier. Also nicht wundern, wenn ich weg bin. Also wie Viktor eben schon gut zusammengefasst hat und du das eben auch nochmal gut auf den Punkt gebracht hast, im Prinzip der letzte Satz dieses Kapitels, die Hypothese, die hier der Autor aufgestellt hat, möchte ich halt gerne noch mal jedem ans Herz legen, die wirklich noch ein paar Mal zu lesen, diesen Abschnitt. Das ist wirklich quasi die Essenz. Und wie schon gesagt worden ist, allein das bildet den Schlüssel, um diese ganze Welt heutzutage zu verstehen. Diese ganzen Organisationen. Ich möchte jetzt auch aber nicht noch mal das alles wiederholen, was du eben gesagt hast. Ihr habt das schon wunderbar zusammengefasst. Was vielleicht noch ganz interessant war, wo ich vorhin eigentlich noch einen Einschub machen wollte, aber mein WLAN mir dazwischen gekommen war. Und zwar ging es um den Baphomet. Ich denke mal, die meisten werden es ja hier auch schon kennen, aber wer es vielleicht noch nicht weiß, der sollte mal seinen Personalausweis sich anschauen und einmal rumdrehen, der noch so einen alten Personalausweis hat. Mhm. Da ist nämlich dieser Stierkopf auch in diesem Hintergrundmuster eingearbeitet. Ziegenkopf, ja. Genau, dieser Ziegenkopf. Auf der Rückseite des Personalausweises, ja, das ist bekannt, ja. Genau, mit diesem Phallus-Symbol auch, je nachdem, welchen Blickwinkel man dann einnimmt. Mhm. Das ist noch eine kleine Anmerkung von mir. Ich denke mal, aber die meisten hier werden es schon kennen. Das ist ja quasi... Das ist heute schon Allgemeinwissen, sage ich mal. Gut. Ja. In diesem Sinne, bevor jetzt mein WLAN gleich wieder abschmiert, vielen Dank für die Lesung, Jörg. War wieder sehr, sehr spannend und bringst das natürlich immer sehr gut rüber in gewohnter hoher Qualität. Und dafür nochmal Dankeschön. Und ja, das war es erstmal von mir. Gut. Danke, Stefan. Viktor, noch eine abschließende Bemerkung? Nein, ich habe nichts weiter und ich schließe mich nur an. Ich freue mich auch, wieder das nächste Mal dabei sein zu dürfen und auch vielen Dank für die wunderbare Lesung und dann sage ich auch jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, und da kann ich nur sagen, wenn sich jeder bei mir für die Lesung bedankt, dann bedanke ich mich dafür beim Heiligen Geist, dass er mir die Möglichkeit und die, sage ich mal, die Fähigkeit eingibt, diese Lesung so zu machen. Und ich bedanke mich bei euch beiden, die ihr mit der Übersetzung dafür gesorgt habt, dass dieses Papier vorliegt, dass ich es lesen kann. Und ich freue mich absolut, das nächste, das siebte Kapitel von Herrscher des Bösen zu lesen und auch die anderen Kapitel, die uns alle noch bevorstehen. Obwohl ich damals die Zusammenfassung ja bereits gelesen habe und in 12 oder 13 Videos veröffentlicht habe, ist die Lesung dieses ganzen Buches doch wieder eine neue Reise, die ich hier angetreten habe und die ich mich sehr freue, dass ich sie antreten darf. Und die ich mich freue, nächste Woche mit euch fortzusetzen. Bis dahin, bleibt aufrecht, möchte ich sagen. Lest eure Bibel, studiert eure Bibel, lernt das Wort Gottes kennen. Denn nur da ist die einzige wirkliche Wahrheit drin. Und das ist unser Zuverlass, den wir immer haben, dass wir uns an die Bibel halten und dass wir durch die Bibel die ganze Wahrheit wirklich erkennen können. Wenn wir die Bibel gelesen und verstanden haben, dann ist so ein Buch wie dieses, Herrscher des Bösen, eine wunderbare Anfüllung des Wissens aus der Bibel, um die weltliche Geschichte noch besser zu verstehen, die der Herr, vor allen Dingen im Buch der Offenbarung, uns über die letzten 2000 Jahre deutlich mitgeteilt hat. Von daher kann ich nicht anders, als mit meinem Aufruf zu enden. Lest eure Bibel. Maranatha.